mir kein Thema zugeschickt worden ist bezüglich des Channels Nosy Rosy, weiß ich so gar nicht wirklich richtig, was ich denn jetzt hier sprechen soll zu euch. Aber gut, ich mich dann nochmal einen kleinen Spickzettel gemacht. Mein Deutsch heute perfekt. Ach so, ja genau. Willkommen, willkommen, willkommen an alle Neuen. Wenn Sie dann auch dabei bleiben, bitte, bitte, bitte. Jo, noch ich klinke mich dann einfach nochmal ein bei dem letzten Thema von letzter Woche. Lesbische Klischees. Und zwar sind mir dann noch so zwei, drei kleine eingefallen. Und zwar, alle Lesben haben Katzen. Also ich bin ja auch lesbisch und ich habe auch einen Hund. Also nicht nur Katzen. Dann was echt Sensationelles. Alle Lesben sind Vegetarier. Boah, bitte ey, macht die Schublade auf und steckt alle Lesben da rein, wir sind alle Vegetarier. Nein, ich bin keine Vegetarierin, nein, ich bin nämlich Köchin und ich liebe Fleisch. Ich liebe Schnitzel, ich liebe Frikadellen, ich liebe alles, was irgendwie mit Fleisch zu tun hat. Tut mir leid, liebe Vegetarier, aber es ist leider so, ich kann ohne Fleisch nicht leben. Okay, dann kam von der Tine, Klischee, Lesben trinken Bier. Also ich trinke kein Bier, ich trinke dann lieber mal ein Gläschen Sekt oder Wein, wobei ich lieber Sekt trinke. Und das eigentlich auch nur ganz selten, weil ich einfach viel zu schnell betrunken werde und dann dummen Scheiß laber. So, was habe ich denn noch? Lesben hassen Männer. Ja, ist mir auch schon auf mein VZ, StudiVZ oder wie sie alle heißen, aufgefallen. Dazu kann ich nur sagen, wir wollen als Lesben toleriert werden. Gehen aber dann hin und machen voll fiese Männerwitze. Finde ich ja ziemlich unpassend, weil wenn wir toleriert werden wollen, dann sollten wir vielleicht auch die Männer tolerieren. Ich persönlich kann nur dazu sagen, dass ich kein Problem mit Männern habe. Solange wie sie mich nicht penetrant anbaggern und meinen, sie müssten mich bekehren wollen oder so dieser Spruch, boah geil, zwei Lesben darf ich mal zugucken oder ich wäre gern dabei oder ich würde gern mal Mäuschen spielen, sind Männer für mich absolut okay. Ich habe zwei sehr gute Freunde, die sind Männer. Der eine davon schwul, der andere davon hetero. Und ich komme mit beiden sehr, 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 sehr gut klar. Und auch so ein paar oberflächliche Bekannte habe ich auch, die Männer sind. Und auch mit denen komme ich klar. Ab und zu mal ein Bier trinken, so im Sommer im Biergarten und schön den Frauen so hinterher gucken, ist ja mal ganz nett, ne? Die verstehen wenigstens, wovon man spricht. Ja, dann Lesben haben kurze Haare. Meine Haare waren vor ein paar Monaten noch relativ kurz. Ich bin jetzt gerade dabei, sie lang wachsen zu lassen. Deswegen ist auch teilweise so struppi Unzufriedenheit. Und ja, mein Haar liegt morgens nie so und heute auch nicht so, wie ich es will. Ich möchte wieder genau dahin. Genau. Lang und pink. Oder rosa oder pastellpink. Habe ich voll Bock drauf. Ich habe heute aber auch Sprachfehler, phänomenal. Jo in etwa. War CSD 2008, glaube ich. Ja, dann wurde ich gefragt, Dorflesbe. Wie ist das denn so als Dorflesbe? Ich finde das Wort Dorflesbe schon irgendwie witzig. Sehr witzig. Richtig witzig. Nur weil ich auf dem Dorf lebe und eine Lesbe bin, muss man da gleich das Phänomen Dorflesbe draus machen. Ich kann ja auch nicht sagen, Berliner Superlesbe oder Hardcore-Lesbe ist genauso scheiße. Nein.
Tut mir leid für meinen Zigarettenkonsum vor der Kamera. Als Dorflesbe, ja, wie fühlt man sich da oder wie fühlt man sich angenommen? Eigentlich war mir das immer relativ egal, doch da ich eine kleine Tochter hatte, war es mir dann doch wieder wichtig, also war immer so ein Zwiespalt. Ich finde es nicht schlimm, auf dem Dorf lesbisch zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da wesentlich, wesentlich schlimmere Dinge. Es ist halt so, man geht so auf Dorffest, wie das nun mal so ist, wie das von einem erwartet wird. Und dann heißt es nicht, da kommt die Cassandra, sondern heißt es, guck mal, da kommt die Lesbe. Also ich muss überhaupt gar nichts tun, um im Mittelpunkt zu stehen. Ich stehe immer im Mittelpunkt. Also hat auch Pro und Contra irgendwo, ne? Generell bin ich glücklich und zufrieden, dass ich mich geoutet habe. Es ist mir eigentlich relativ egal, ob einige Leute über mich lästern und das nicht okay finden, weil es ist mein Leben und wenn das jemand abstoßend und ekelig findet, ich meine, er muss ja nicht mit dem gleichen Geschlecht ins Bett gehen, ne? Und mich interessiert im Grunde genommen auch nicht, wie die Heten jetzt in der Nachbarschaft oder im anderen Dorf Sex haben, ist mir eigentlich auch relativ egal, ne? Würde mich wahrscheinlich auch anekeln und abstoßen, aber ist mir egal, weil es ist nicht mein Leben, ich muss es nicht tun und von daher akzeptiere ich sie als hetero. Ja, und ich habe mir das auch irgendwie selber ausgesucht. Ich liebe das Landleben und deswegen bin ich auch bereit, als Lesbe auf dem Land zu leben. Ist zwar ein bisschen schwierig, weil keine von den anderen lesbischen Freundinnen, Partnerinnen, die ich hatte, die fanden das immer ziemlich, ja, nicht so toll. Kann ich auch nichts dafür, waren halt nicht die richtigen dann. Ich weiß nicht, also Thema Klischee hat sich ja jetzt eigentlich schon jeder mal zu Wort gemeldet und was gesagt. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen mit eingebracht von meiner Dorflesbe und über das Lesbischsein generell. Ich finde so manche Videos auf YouTube sehr oberflächlich, wo dann halt ja, appelliert wird an die ungeouteten, ja, mein Deutsch, wow. Was soll ich dazu sagen? Ich finde, für mich persönlich können wir nicht einfach hingehen, ein Video machen und sagen, oute dich jetzt sofort und du wirst dich frei fühlen. Ich denke, bevor man sich outet, man macht sich viele Gedanken. Man macht sich ganz, ganz, ganz viele Gedanken und hat auch Angst vor den Reaktionen. Man hat Angst, von der Familie verstoßen zu werden. Man hat Angst vor diesen Mobbing-Attacken, die von gehirnkranken Menschen kommen oder von Nazis, wie es in einem Kommentar unter meinen Videos gekommen ist. Ich soll doch bitte nach Auschwitz gehen und mich vergasen lassen. Ich denke, das ist dann schon ein bisschen schwierig, sich zu outen. Wenn man in einer toleranten Familie groß geworden ist, ist es dann wiederum nicht so schwierig. Oder wenn der Freundeskreis auch ziemlich tolerant ist. Ich denke, da gehört ein bisschen mehr zu, als einfach nur zu sagen, oute dich und fühl dich frei. Weil ich habe mich einige Male geoutet und leider, leider, leider hat meine Familie das nicht so toleriert und auch mein Freundeskreis noch nicht so toleriert wie heute. Und von daher habe ich mich damals geoutet, aber ich habe mich nicht frei gefühlt, sondern im Gegenteil. Ich habe mich eigentlich immer schlechter gefühlt und teilweise auch sehr depressiv. Deswegen finde ich, sollten wir den Lesben, die jetzt gerade erst merken, dass sie lesbisch sind, ein bisschen mehr beiseite stehen und ja, helfen. Vielleicht, dass sie sich noch nicht outen oder dass sie vielleicht gerade jetzt sich outen können oder wie auch immer. Ja, das war mein Dienstagsvideo. Ich weiß nicht, wie es geworden ist. Ich befürchte sehr, sehr schlecht, weil ich irgendwie heute auch ziemlich krank bin. Meine Stimme versagt und ich habe auch schon ziemlich viele Grippemedikamente genommen und fühle mich auch gar nicht gut und gehe jetzt auch eigentlich ganz schnell wieder in mein Bett. Und sollte es ein neues Thema geben für diese Woche, bin ich bereit, sofort noch ein Video zu machen.
wünsche euch allen.